Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Devisenradar nach längerer Abstinenz heute mal wieder live on air. Wir wollen uns dem Markt widmen und hierbei speziell das britische Pfund gegenüber dem Schweizer Franken in den Fokus nehmen, welches sich hier unter vielerlei Gesichtspunkten relativ interessant gestaltet. Und wir beginnen mal hier mit dem Tag. Wir sehen, wir haben heute Dienstag und dieser Wochentag an sich ist mit 69% positiver Schlusspreise. Ein ganz, ganz klar bullischer Handelstag. Soll heißen, in den vergangenen 52 Handelswochen konnte das Währungspaar in 69% der Fälle positiv schließen. Und wir sehen aktuell heute hier, ja, es ist an der Spitze der Heatmap, der Top 15 FX-Pairs sozusagen. Aktuell mit einem marginalen Aufschlag, es wechselt sich hier mal mit dem US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken, aber aktuell hier mit einem marginalen Aufschlag von rund 0,2%. Da ist noch einiges möglich, wie wir auch gleich sehen werden. Nichtsdestotrotz, wir haben positiven Background, positiven Rückenwind hier von der statistischen Seite. Man muss natürlich darauf aufpassen, wir haben heute auch wieder einen Tag der Wirtschaftsnachrichten britisch Pfund, oder besser gesagt aus dem Vereinigten Königreich zum britischen Pfund und hierbei speziell einiges um 10:30 Uhr, das dürfte für hohe Volatilität sorgen. Gegebenenfalls schalten wir uns hier beim JFD Live Trading TV später nochmal dazu um 10:30 Uhr, was dann speziell das Cable zum Beispiel macht. Aber singulär betrachtet, British Pound gegenüber Schweizer Franken ist hier heute mit einem positiven Bias gesegnet. Das zeigt auch, und da gehe ich mal kurz auf ein nicht minder bekanntes Tool, das weist auch heute hier die FTSE-Vektor-Logik auf. Wir sehen hier zum Beispiel, dass es sich heute um eine bullische Tendenz handelt, die sogar hier noch erheblichen Spielraum nach oben aufweist. Wir sehen hier ein mögliches Preishoch im Bereich 1,5070 und diese positive Erwartungshaltung hier leitet sich eben anhand der Patternfolge ab. Also in den vergangenen 15 Jahren erfolgte 292 Mal eine positive Entwicklung, die hier in 66,8% zum Erfolg führte. Und hier im Schnitt ein Performance hier mit Close von 0,6% aufweist. Das ist ganz interessant. Insofern haben wir hier schon mal zwei bestätigende Daten, dass es heute hier weiter raufgehen könnte. Der positive Wochentag sticht aber hier mit 69% ganz klar heraus. Morgen mit 63 auch schon weiter positiv, aber Werte hier nahe 70 sind sensationell. Sie erinnern sich hier vielleicht an den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, auch als Loni bekannt. Doch gehen wir mal hier in den Tageschart zum britischen Pfund gegenüber dem Schweizer Franken. Hier hatten wir unlängst, Sie sehen es am blauen Tendenzpfeil einer vergangenen Analyse, schon die Annahme, dass wir hier oberhalb dieser etablierten Unterstützung im Bereich von 1,4655 weiter aufwärts streben könnten. Und das haben wir auch tatsächlich getan. Jetzt erfolgte jüngst Ende August hier ein Rücksetzer, ein Pullback an eben diese Zone. Ganz interessantes Level. Und wenn sowas passiert, muss man wirklich aufpassen, denn das ist hier immer eine sehr, sehr schöne Einstiegschance für den Fall eben, dass der Markt sich hier fängt. Und das hat er getan. Wir sehen hier höhere Preisbewegungen. Und das lässt jetzt vermuten, dass sich hier dieser Erholungsaufwärtsimpuls weiter fortsetzt. Zudem haben wir hier einen darüber liegenden kurzfristigeren Unterstützungsbereich, der sich hier im Bereich 1,4890 ableiten lässt. Darauf konsolidiert das Währungspaar gerade zurück, muss diesen Level oder dieses Level nicht erreichen, aber oberhalb dessen ist der Bias definitiv weiter bullisch und wir sehen eben, dass das Währungspaar mit der aktuellen, heutigen positiven Tageskerze und eben der jüngsten Stabilisierung dieses Ausbruchs dann hier über 1,4890 hier durchaus einen positiven Anschein erweckt. Und wenn wir jetzt hier einen kurzfristigen Abwärtstrend noch in den Chart ziehen, dann wird deutlich, wenn wir heute wirklich über 1,50 rausgehen sollten, dann wäre das hier eine positive Tendenz, sofern es sich gelingt, per Daily Close dort zu bleiben. Die FTSE-Logik verneint das. Hier wären wir mit einem Close von 1,5026 gesegnet. Das würde heißen, wir sind hier knapp unter dieser Trendlinie. Da würde sich dann praktisch morgen entscheiden, was passiert. Aber für heute ist eine Anlauf, eine Attacke an eben diese Trendlinie, an diese kurzfristige Abwärtstrendlinie durchaus möglich. Bricht das Währungspaar darüber hinaus aus, dann haben wir hier deutliches Aufwärtspotenzial bis zu den letzten Verlaufshochs. Das dürfte sich dann im weiteren Wochenverlauf sicherlich zeigen. Kurzfristig orientierte Anleger könnten hier mit einem engen Stopp unter 1,4850 oder sogar 1,4890, das ist aber eben direkt hier in der Widerstandszone, da muss man gerade wegen 10:30 Uhr den News aufpassen, da kann es Spikes geben, aber man könnte sich hier kurzfristig absichern. Der mittelfristig ausgerichtete Anleger setzt unterhalb des letzten Bewegungspunktes hier vom 24. August seinen Stopp und ist dann praktisch hier frohen Mutes, dass der Preis weiter raufzieht. Das muss man natürlich abwarten, ob es tatsächlich so kommt. Wie gesagt, der Wochentag Bias sieht ja ganz gut aus.
Wir schauen auch noch mal kurz auf die Saisonalität, bevor wir in den Intraday-Chart gehen. Da zeigt sich hier, dass wir mit Blick auf die kommenden 20 Handelstage eher eine abwärtsgerichtete Tendenz haben. Leicht abwärtsgerichtet, wohlbemerkt, also hier nicht wirklich ein Rückenwind dahingehend. Wäre schön, wenn das von links unten nach rechts oben gehen würde. Dann hätte man hier schon mal saisonal auch noch einen Bestätigungspunkt mehr. Aber Saisonalität, wie gesagt, ist ja hier auch nicht der Heilige Gral bzw. das Abziehbild für die Entwicklung. Und insofern wollen wir uns jetzt mal hier dem Intraday-Verlauf widmen vom Währungspaar. Und hierzu gehen wir in den MetaTrader 4 Chart und sehen hier die Asia-Range von heute 33 Pips, den erfolgten Ausbruch bereits vor dem Start der europäischen Handelsbörsen. Und hier haben wir das Pivot-Level heute 1,4957. Da sind wir komfortabel drüber, haben das Ganze schon mit einem Pullback bestätigt. Und jetzt sieht es wirklich danach aus, als würden wir hier das Vortageshoch anvisieren und hier im Sinne der Daily Range, der Average True Range im Schnitt der letzten 14 Tage sogar einen Preis hoch erzielen können, wenn wir hier 1,5045 erreichen, hier von knapp 75 Pips in diese Richtung. Vortageshoch auch noch beachten, hier bei 1,5020 rund. Das wäre das erste Ziel. Dann kommt hier die Average True Range und das Ganze bleibt hier oberhalb des heutigen Pivot Levels aktuell der Fall. Also bleibt der Preis oberhalb des Pivot Points, oberhalb der Asia Range ist das hier kurzfristig bullisch, das Ganze. Kritisch wäre es, und das haben wir hier mit dem Low der Asia Range und gleichzeitig hier das Vortagestief und den kleinen Spike hier nach unten. Wenn es hier unter das Niveau von 1,4918, speziell 1,4911 geht, sollte dies passieren, dann haben wir hier kurzfristigen Rückschlagspotenzial, und das dürfte dann auch hier mit Blick auf den Tageschart sicherlich hier zu einem Test dieser Unterstützungszone führen. Kleiner Spike drunter, auf jeden Fall dann hier 1,4890, 1,4850 denkbar, und da wären wir dann auch hier im Sinne der Average True Range sogar am Limit der heutigen Bewegung. Von hier aus könnte man dann auf Tagesbasis, sofern es tatsächlich zu einem solchen tiefen Rücksetzer kommen würde, hier, sage ich mal, spekulativ auch einsteigen. Aber der Bias sieht nicht so aus, als würde der Preis hier nach unten abtauchen wollen, sondern direkt weiter nach oben gehen. Daran könnten nur die News um 10.30 Uhr etwas ändern. Da geben Sie bitte Obacht, hier erhöhte Schwankungen zu erwarten, gegebenenfalls schießt das Paar direkt gleich nach oben durch. Aber wie gesagt, zu den News kann viel passieren, denn es steht einiges auf der Agenda. Vielleicht abschließend hierzu noch ein Bild. Da haben wir es. Hier kommt einiges an Inflationsdaten, Verbraucherpreise, Erzeugerpreise, Einzelhandelspreise und noch Hauspreisindex, Immobiliendaten. Das ist wirklich ein dickes Paket, und da darf man durchaus ausgehen davon, dass es hier eine erhöhte Vola gibt. Sind wir gespannt, was passiert. Ich wünsche Ihnen erstmal viel Erfolg beim heutigen Handeln. Ihr Christian Kämmerer, beste Grüße und auf bald und tschüss.